Ach, was für ein Morgen. Herrlich. Übrigens, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier was falsch geschrieben hatte. Wer war denn das? Irgend so ein Philipp. Wo ist er denn? Philipp. Da. Mr. Philipp schreibt sich mit Doppel-L und einem P. Ich habe das geändert. Bitteschön. Dankeschön. Und auch I. Catty Cat. Das war mir ja schon mal aufgefallen. Da hat den V stehen. Das habe ich auch geändert gleich. Alles natürlich offline gemacht. Das ist aber auch das Einzige. So. Wenn euch also noch irgendwie was auffällt hier an diesen ganzen Killer LP, Lala, Alla, Lausi. Wenn ihr euch also auffällt, dass ich hier J, Seil und Fresh Gandalf LP. Freunde, wenn ich euch falsch geschrieben habe, Earzer mit 2Z, ne? Wenn ich euch falsch geschrieben habe, sagt mir Bescheid und dann werde ich das abändern. Kann ja schon mal passieren, dass man sich verschreibt. Das passiert euch ja auch, ne? Wenn ihr hier Kommentare schreibt in... Ah, ich kann ja den Fußboden jetzt mal... Ne, wo habe ich denn die Wolle jetzt hingeschmissen? Ich hatte doch so einen Haufen Wolle dabei. Oder habe ich das nur geträumt? Mal gucken. Wo ist das? Der Lift? Bestimmt nicht im Badezimmer. So, wo ist denn die Wolle? Da, genau. Blau und weiß. Nee, schwarz und weiß wollte ich haben. Die blaue brauche ich ja im Moment nicht. Aber ich könnte die hellblaue und die weiße natürlich nehmen. Und dann dort Lapislazuli. So, dann müssen wir mal hier gucken, wie ich da... Wie viel hellblau brauche ich denn da für diesen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vielleicht. Mal gucken, kann ich denn hier hellblau machen? Richtig. 1, 2, 3, 4, so war das. Jawohl. Und dann hatten wir ja da hellblaue Wolle im Bad. Wunderbar. War ja in dem Einzimmer noch nicht fertig. Und dann können wir gleich mal weiter mit den Fußböden machen. So. Hier also der Fußboden. So, das ist natürlich wieder Käse. So muss es sein. Und hier wollen wir dann mal, jetzt müsste ja eigentlich der Fußboden hier akkurat sein. Ich habe ja von unten schön alles. Ja, machen wir jetzt alles hier schwarz-weiß oder wollen wir das irgendwie... Ich glaube, wir machen das mal alles in... Schwarz-Weiß. Man kann das ja schnell mit... Upsasasa. Man kann das ja schnell mit der Schere alles wieder abgreifen. Von daher ist das also kein Problem. Wenn ich mir das nachher nochmal anders überlege. Wir können ja mal so eine ganze... Palette an. Wir haben ja Wolle genug. Ne? Machen wir mal so ganze Palette an Wollfarben. Wer weiß, wo man das ja noch... Ach so, es gibt hier jetzt auch in den Wüsten Mahlzeit. Es gibt ja jetzt auch in den Wüsten irgendwie so
Wie heißen die Pyramiden oder Festungen? Wüstenfestungen? Pyramiden? Mit irgendwelchen fiesen Fallen drin und so. Die waren auf dem Motokus World Server, wo ich da mal so eine Festung gesehen habe, waren die ja deaktiviert. Also da ging TNT nicht. Da hatte ich mal so einen gefunden, so einen Wüstentempel. Upsa, beinahe. Wäre ich schon wieder reingefallen hier. Und da ging das also relativ easy natürlich. Da brauchte man sich nicht vorsehen. Aber hier, wenn ich auf Hard spiele, da sprengt mich... bei welchem Let's Play hatte ich das jetzt gesehen? Roxor LP, glaube ich. Jetzt vor ein paar Tagen. Hatten die auch so eine... so ein Wüstending gefunden. Und... schön deaktiviert. Die haben auch Ahnung und wissen, was sie erwartet. Wir wissen das auch, aber es kann sein, dass Opa trotzdem da reintappt, weil er zu blöd ist. Mal gucken. Aber wir haben ja noch nichts gesehen in der Art. So, wie weit mache ich jetzt hier dieses... Also das ist die... auf jeden Fall bis hier... Bis hier ist auf jeden Fall die Anmeldung. Also wie heißt das hier? Der Tresen der Rezeption. Genau, Rezeption. Rezeption. Hier könnte man sowas Küchenartiges machen, weil wenn man hier so ein kaltes Buffet... Ach ja, ich mache das erstmal so. Schwarz-Weiß, wie gehabt. Habe ich eine Schere dabei? Natürlich nicht. Okay, geht zur Not auch so. So, noch 14 schwarze. 1, 2, 3, zack. Und dann werden wir mal... Sonne ist noch hoch genug. Dann gehen wir mal unten hin und... Ja, hier kommt dann der Tresen. Ja, die Frage ist halt, mache ich jetzt hier Buffet? Das wäre ja, würde sich eigentlich anbieten hier. Dann mache ich hier mal alles weiß. Und dann wird das da Rezeption links hier von Frühstücksbuffet. So, da ist dann die Rezeption. Und dann machen wir hier mal so ein... passt jetzt nicht so ganz mit dem Holzbalken. Da müsste man die Rezeption eigentlich dann nee, so nicht. Da müsste man die Rezeption eigentlich dann diese ganze Trennwand hier machen, damit man dann an dieser Stelle vielleicht noch so eine Stütze einbauen kann bis da oben hin. Ja, könnte man so machen. Nicht, oder? Irgendwie schon. Ja, schauen wir mal. So, jetzt wollte ich unten das Bad, genau. Unten das Bad mit dem Hellblau. Wo ist... so, wie haben wir es denn da gemacht? Wie gesagt, soll ja alles symmetrisch aussehen. Hier bei unserer Hotelkette. Also, das sind ja nur 6, alles klar. Hier ist dann... Ja, theoretisch kommt dann hier also auch, machen wir hier mal zu. Dann machen wir hier mal blau hin. Hellblau.
So, wunderbar. Ja, irgendwie röchelt es doch. Aber ist egal, ich lege mich erstmal wieder schlafen. Es wird wieder dunkel. Wo ist mein Schwert? Da. Und dann mache ich da nach dem Schlafen dann das andere Bad. Ist doch schon nachts, oder? Ist doch schon finster draußen. Na, siehste.